Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Eternal Darkness, Sanity's Requiem für die Nintendo GameCube. Das letzte Mal haben wir Anthonys Kapitel abgeschlossen, das wieder nicht allzu gut für ihn ausgegangen ist. Und, oh, wer hat da geklopft? Moment. Hallo? Oh, okay. haben mit Alex jetzt Zugriff auf, unsere Runen und Zaubersprüche, beziehungsweise unseren einen Zauberspruch, denn mehr haben wir noch nicht. Naja. Gehen wir weiter. Wir können jetzt das obere Stockwerk untersuchen, denn wir haben endlich den Schlüssel repariert. Und das ist sehr schön. Gehen wir nach oben. Bubi, bubidi, bub, bub, bab. Ja, ich mach schon auf. Wir sehen übrigens, der Verstandesmeter von Alex ist ziemlich niedrig. Jedes Mal, wenn wir ein Kapitel im Buch lesen, verringert sich der Verstand von Alex langsam, aber sicher. Damit müssen wir jetzt erstmal einfach zurechtkommen. Hat schon wieder jemand geklopft. Wer hat da geklopft? Okay. Eine Kapitelseite wurden offensichtlich sehr hastig hinter dem Bilderrahmen versteckt. Soll Alex das Kapitel an sich nehmen? Na klar. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Das Geschenk der Ewigkeit gefunden. Ist übrigens eins meiner Lieblingskapitel, so viel kann ich schon mal sagen. Und hier finden wir Revolvermunition und ein Bild. Na gut, gehen wir weiter. Wir werden das Kapitel noch nicht lesen, ich möchte mich erst hier noch ein bisschen... Geister! Ich möchte mich hier erst ein bisschen umsehen. Hier können wir leider noch nicht viel machen. Hier ist es viel zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Vielleicht ist eine Sicherung rausgesprungen. Mäh. Na gut. Außerdem, die Tapete in diesem Abschnitt des Flures zeigt deutliche Unebenheiten, so als sei die Wand dahinter anders beschaffen als im restlichen Teil des Flures. Okay, brauchst mich ja nicht anschreien, blödes Fenster, ey. Nee, wir wollen es natürlich noch untersuchen. So. Das Buntglasfenster zeigt das Bild einer Frau, die mittelalterlich gekleidet ist. Selbst im bereits schwindenden Tageslicht leuchtet das Bild. Die junge Frau hält ein Pergament in ihren Händen. Alex fühlt sich unbehaglich angesichts des Glasbildes, welches fast magisch wirkt, so als sei es gar nicht real. Ein schimmerndes Energiefeld schützt das Fensterbild. Und ja, es wird tatsächlich geschützt. Das tut uns weh, wenn man versucht, dagegen zu laufen oder irgendwie dagegen zu schlagen. Können wir aktuell auch noch nichts dagegen machen. Na gut. Oh. Ein heiteres Gemälde eines fruchtbaren Tales mit feinen Pinselstrichen geführt. Die Zeit hat an dem Bild genagt. Es ist durch Schmutz und Kratzer beschädigt. Oh, so ein schönes Bild. Na gut. Hey. Hey, was guckst du so blöd, ey? Guckst du mir hinterher? Okay, gehen wir weiter. Da können wir noch das Bild angucken. Okay, darum gibt's auch nichts. Hier haben wir die Kommode, die mit uns redet. Eine der Kommoden im Ankleidezimmer hat seltsamerweise kein Schloss. Stattdessen ist ein dreieckiges Muster erkennbar, neben dem sich magische Symbole befinden. Und das sind die Symbole von Uliard. Nur können wir dagegen aktuell leider nicht viel tun. Gehen wir ins Badezimmer. Oh, was eine schöne Badewanne. Okay, gehen wir wieder weiter. Oh. Alex hat eine Seite aus dem Journal von Maximilian Rivers gefunden. Okay, lesen wir doch mal. Dies ist eine Seite aus Maximilian Rivers Journal. Alles, was einst mein Leben erhellte, ist nun von Finsternis umfangen. Das Licht der Wahrheit stützte und stärkte mich. Nun werde ich in den Abgrund der Schatten der Lügen geworfen. Mein Leben war ein einziges Lernen und trotzdem weiß ich nicht mehr wie ein neugeborenes Kind. Ja. So ist das. Okay. Wir haben das obere Stockwerk soweit untersucht, wie wir können. Deshalb würde ich sagen, benutzen wir die nächste Kapitelseite. Dreams. Modern psychology offers only unproven theories. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients,
our dreams metamorphosize into nightmares. I've implored you for years, yet you ignore all my advances. You dominate my dreams, and I can think of nothing else. I fear I desire you many hundred times more than you love me. My life has become a waking dream, Kareem. For weeks, I have dreamed of an ancient treasure so precious that it changes all life around it. It must be mine, Kareem. If you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. I need nothing more than you. You have enthralled me to the point where I can think of nothing else. Promise. If I leave, you will not forget about me. You need not worry. I desire nothing more than the treasure that you seek. Leave now, Kareem, and I shall await you. Mensch, die Ruinen kennen wir doch. So halb. Irgendwie. Schauen wir mal ganz kurz. Oh, hi. Der tote Körper eines Mannes, dort wo seine Rüstung ihn nicht schützen konnte, zeigen tiefe Wunden das rohe Fleisch. Oh boy. Hey, den Effekt kennen wir doch. Yay, wir sind wieder hier. Schön. Und eine neue Statue ist hier, Mensch. Hallo. Anthony! Ha! Okay. Na gut. Holen wir uns das Buch ab. Ja, das ist der gleiche Text wie vorher. Den brauche ich nicht nochmal vorlesen. Und die Zombies stehen auf. Und die Möglichkeit nutze ich gleich mal, um so ein bisschen zu erklären, wie das Spiel tatsächlich aufgebaut ist. Wir haben quasi verschiedene Level im Spiel, kann man sagen. Wir haben jetzt jedes Level im Spiel einmal besucht, außer dem letzten Level, nenne ich es mal. Das werden wir relativ spät erst zu sehen kriegen. Wir haben jetzt jedes Level besucht, wir haben den Tempel besucht, wir haben die unterirdischen Ruinen besucht, die verlorene Stadt, verbotene Stadt, sorry. Wir haben, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Den Tempel, die Ruinen, das Kloster haben wir besucht und unser eigenes Haus. Jedes dieser Level werden wir mit verschiedenen Charakteren immer mal wieder betreten. Und mit fortschreitendem Spielfortschritt wird auch jedes dieser Level sozusagen ein bisschen weiter ausgebaut sein. Das heißt, wir werden mehr Räume erkunden können und sowas. Oder müssen andere Wege gehen, um ans Ziel zu kommen. Und jedes Mal wird es ein bisschen mehr, das wir immer erkunden können. Auf einem niedrigen Sockel steht eine Statue, die vage an einen Menschen erinnert. Na dann. Gehen wir weiter. Na, oder auch nicht. Kopf ab. Ab mit dem Kopf. Eine neue Rune. Einfach immer feste drauf. So. Dankeschön. Eine magische Rune. Sehr schön. Okay. Okay. Wunderbar. Hier noch was? Nein. Gehen wir nach oben. Oh. Oh, wieder aus. Oh. Ah, wieder aus. Oh. Ah, wieder aus. Auf diese Bodenplatten wollen wir die Statue aufstellen, damit das aktiv bleibt. Das Problem ist,
wir haben immer noch zwei Platten. Das heißt, wir werden immer noch einen Gegenstand brauchen, um da entsprechend die Platte aktivieren zu können. Diese gelben Runenfelder sieht man ab und an im Spiel. Da kommt man nur weiter, wenn man eine bestimmte Rune mitgenommen hat. Da die für den späteren Spielverlauf wichtig ist. Und wir werden genauso gerufen wie Pius damals. Außerdem Zombies. So. Kopf ab, Kopf ab. Und Kopf ab. Wunderbar. Und Arm ab. Hopp. Okay. Auf einem niedrigen Sockel steht eine Statue, die einem Menschen ähnelt. Ja, das ist schön. Ich wollte aber eigentlich den Gegner finishen. Dankeschön. So, warten, bis die angegriffen haben. Sind ja recht wehrlos. Zack. Und zack. Wunderprächtig. Außerdem finden wir einen Kodex, den Kodex von Ulioth. Dann haben wir den auch schon mal. Das Problem ist, wir haben die Rune von Ulioth noch nicht. Aber die werden wir noch kriegen. So als Faustregel kann man sich im Hinterkopf einfach mal behalten. Man findet in jedem Level immer eine... Wenn man eine Rune findet, findet man in jedem Level auch immer den entsprechenden Kodex dafür. Und wenn man einen Kodex findet, findet man immer im gleichen Level die entsprechende Rune. Das heißt, wenn man ein Kapitel beendet und hat eine unübersetzte Rune oder einfach nur einen Kodex, dann weiß man, man hat fürchterlich was verpasst. Außerdem können wir hier jetzt diesen kleinen Mechanismus aktivieren. Und wir haben es hier mit 4 Trappern zu tun. Heieiei. Und dafür wollen wir jetzt unsere Fernkampfwaffe ausrüsten, die Chakrams. Außerdem haben wir einen Talisman, der auch wieder einen Heilzauber eingraviert hat. Und wir haben eine verdammt lange Lebensleiste, meine Herren. So, und jetzt mache ich genau das, was ich vorhin in Anthonys Kapitel schon angesprochen habe. Wir wollen die nämlich aus der Ferne erledigen. Dann gehen uns die Trapper nämlich nicht so sehr auf die Nerven. Und wir müssen uns nicht die ganze Zeit an ihnen vorbeischleichen. Man sollte gar nicht erst probieren, mit Nahkampfwaffen auf die Trapper einzuschlagen, denn man wird sowieso nicht treffen. Und im Endeffekt sorgt es nur dafür, dass man in die Trapper-Dimension geschickt wird, was eben meistens nicht wünschenswert ist. Außer man hat gerade irgendwie niedrige Statuswerte. Dann möchte man ab und an tatsächlich einfach in die Trapper-Dimension rennen. Der Altar hat sich aus dem Boden erhoben. Offenbar handelt es sich um eine Hebevorrichtung. Aber wenn er sich erhoben hat, dann ist es wahrscheinlich eine Hebevorrichtung. Das stimmt. Soll Karim die Apparatur zum Hinunterfahren benutzen? Ja, klar. Und wir haben in diesem Kapitel ausnahmsweise mal den Namen unseres Protagonisten vor dem eigentlichen Gameplay erfahren. Fällt mir gerade mal so auf. War aber, glaube ich, bei Pius Augustus auch so. Na gut, weiter geht's. Hier kommen wir gleich zu dem Grund, warum das hier mein Lieblingskapitel ist. Oder eins meiner Lieblingskapitel. Wir sehen hier ein paar tote Menschen und einer dieser toten Menschen hat einen Talwar in sich stecken. Ein Mann schwimmt in seinem eigenen Blut. Er ist tot. Ein Talwar hat ihm zahlreiche tiefe Wunden zugefügt, aus denen immer noch Blut austritt. Präzise und kraftvolle Schläge wurden geführt. Die Tat eines Menschen und nicht die eines Monsters. Soll Karim das Talwar an sich nehmen? Karim hat einen Talwar erhalten. Nun ist Karim in der Lage, simultan mit 2 Talwars zu kämpfen. Sehr schön. Ja, wir können Dual-Wielden, was ich ziemlich cool finde, muss ich mal so sagen. Außerdem heben die sich natürlich vom Boden und werden zu Zombies. War ja fast schon zu erwarten. Außerdem bin ich eh ein riesen Fan von Wüsten-Settings und Persien und sowas. Finde ich immer total toll. Hier haben wir einen neuen Gegnertypen, einen Bone Thief. Die verstecken sich ab und an in normalen NPCs, in menschlichen Gegnern, teilweise auch in Zombies und brechen da raus. Dies sollte man so schnell wie es geht erledigen, denn die können recht schnell recht viel Schaden machen, sind super, super, super schnell unterwegs und können auch an den Charakter ranspringen und ihn so eine Zeit lang stunnen, was echt nicht wünschenswert ist. Und sie haben einen fürchterlichen Einfluss auf unseren Verstand. Wir sehen jetzt schon, unsere Leiste ist fast komplett am Boden. Ein weiterer Leichnam. Wer waren diese Menschen, die nun auf dem Boden des Verlieses verwesen? Unvorsichtige Soldaten zur falschen Zeit am falschen Ort? Grabräuber auf der Suche nach Reichtum? Die gekrümmten Finger eines toten Mannes halten eine Schriftrolle. Wir haben den Spruch Erholung erhalten. Sehr schön, wir können ihn nur noch nicht nutzen. Das ist quasi unser Heilzauber. Wie der funktioniert, werden wir dann noch sehen. Und unser Verstand ist ziemlich im Eimer, meine Herren. Das gefällt mir gar nicht.
Okay, erledigen wir hier noch ein paar Zombies. Versuchen ein bisschen Verstand wiederherzustellen. Okay. Jawohl. Prima. Das Problem ist nämlich nicht nur, dass man eben eventuell negative Halluzinationen, von Halluzinationen negativen betroffen wird, so, sondern eben auch, was wir auch schon gelesen hatten im Tutorial damals, wenn unser Verstand komplett unten ist, nehmen wir tatsächlich körperlichen Schaden, sobald wir von einem Gegner gesehen werden. Und hier haben wir einen der roten Dicken. Und das wird nicht lustig. Wir wollen einfach so viel Schaden wie möglich auf die Köpfe wieder machen. Und, ah, wunderbar, hoffen, dass er so schnell wie möglich stirbt. Dankeschön. Nice, neue Rune gefunden und ein neuer Kodex. Oh, Moment. Und Karim hat kurz angefangen, Selbstgespräche zu führen. Das passiert auch gern mal. Und wir haben einen neuen Kodex. Zantac. Self. Schauen wir doch mal. Wir haben jetzt hier Ulios. Wir haben hier noch eine Rune, die nicht dekodiert ist. Und wir haben Zantac selbst. Sehr gut. Gehen wir wieder. Oh, ich sind Trapper, ja, sehr gut. Nimm mich mal gefangen gerade eben. Dankeschön. Ich möchte nämlich gerne meinen Verstand wiederherstellen. Wir sehen schon, auf dem roten Teleport ist einer von den ganz Dicken. Das ist gerade nicht so gut, denn ich möchte meinen Verstand wiederherstellen. Und die haben eben auch einen Fernkampfangriff, der uns aus der Ferne Schaden machen kann und wird, wie man sieht. Was allerdings ganz interessant ist, würde ich jetzt in den roten Teleporter gehen, würde ich den großen Insta-killen. Ich kann quasi die Gegner telefraggen. Das geht. So, und ich renne hier einfach durch. Ich nehme halt den Schaden am Verstand jetzt einfach hin, denn während ich hier bombardiert werde, möchte ich nicht unbedingt noch gegen irgendwelche roten Zombies kämpfen müssen. Das ist dann doch ein bisschen nervtötend. Jetzt können wir hier durch, weil wir die Santa-Krone haben und wir gehen nach unten. My dear Alex, I will always be at your side. There are times when insanity takes hold and nothing seems right. During those times, I will help you. For I will keep the darkness away. Woo. Ja, das zählt auch als Halluzination, wobei ich dazu sagen muss, diese Cutscenes treten an festen Punkten auf. Die sind also fest geskriptet, aber trotzdem gehören sie zu den Halluzinationseffekten. Außerdem haben wir hier einen weiteren Kodex. Und hier haben wir Narrowcath, was Absorb heißt. Und den Erholungsspruch. Sehr nice. So, damit können wir jetzt, das werde ich auch gleich mal tun, Erholung rot zuordnen auf das, auf Y. Damit kann ich mich jetzt jederzeit heilen, solange ich Mana-Punkte habe. Und wie wir schon mitbekommen haben, Mana-Punkte wiederherzustellen, ist relativ einfach. Wir laufen einfach ein paar Mal im Kreis und dann haben wir wieder mehr Mana-Punkte oder halt, wenn man ganz normal durch die Gegend rennt, dann stellen die sich auch wieder her. Wenn wir die Chaturga-Rune verwenden als Basis, stellen wir Lebensenergie wieder her. Je nachdem, was für eine Basisrune man benutzt, werden andere Werte wiederhergestellt. Wie das dann aussieht, sehen wir dann auch noch. Und hier haben wir ein Schwert. Das nehmen wir mit. Allerdings werden wir es sehr wahrscheinlich nicht benutzen. Ich finde diese Waffe fürchterlich. Ein großes Schwert, ein Ramdao, steckt mitten in einem aus solidem Stein gemeißelten Podest. Es erwartet seinen nächsten Besitzer. Soll Karim versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen? Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Und würde sagen, das war's erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, dass das beide so hat gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.